Moin Leute, willkommen zurück zu einem Grand Cross Reel von mir. Ein wahrscheinlich mal etwas kürzeres Video, aber wir haben ja gerade so eine, ich sag mal, kleine Laufphase, in der wenig passiert in dem Grand Cross. Ich bin sehr gespannt auf das Update, das morgen kommt. Ich freue mich extrem darauf, dass mal wieder irgendwas Neues in dieses Spiel reinkommt. Nichtsdestotrotz wollte ich über eine Funktion reden, die letzten Dienstag in ein Spiel gekommen ist, wo ich in dem Update-Video meinte, ja, warum brauche ich wahrscheinlich nicht, ist mir jetzt so egal. Und mittlerweile sage ich so, eigentlich ist die Funktion mal ganz nett. Und zwar geht es darum, dass ihr hier unter Menü auf eurer Freundesliste eure Freunde theoretisch besuchen könntet. Übrigens, ich sehe hier gerade, dass ihr nur 35 Freunde habt, bedeutet im nächsten Stream morgen am Dienstag, also wenn das Update kommt, ich streame immer dienstags, freitags und sonntags jeweils ab 21 Uhr auf Twitch, werde ich also hier wieder 4 Plätze vergeben können. Ups, ich sehe gerade 5 Plätze. Dementsprechend, ja, schaut gerne vorbei, beziehungsweise sind doch nur 4 Plätze, da ich immer einen offen halte. 4 Plätze werde ich im nächsten Stream vergeben. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei, falls ihr auch vielleicht die Chance haben wollt, in meiner Freundesliste mit drauf zu sein. Das wird dann verlost, sage ich mal in Anführungsstrichen, da es, glaube ich, mehr Leute gibt als 4, die Bock haben, hier drauf zu sein. Nichtsdestotrotz, und zwar könnt ihr hier jetzt hingehen und sagen, ey, ich möchte dein Wirtshaus besuchen, und dann könnt ihr zu eurem Freund jeweils gehen und ein Gericht essen, das derjenige auf Stufe 5 hat. Das heißt, ihr seid jetzt hier drin, ich bin jetzt hier bei Norel, der dann auch in einem guten Clan mit dabei ist, kann jetzt mich jetzt hier hinsetzen und sehe schon dieses Essens-Icon und sehe dann all sein Food, das ich jetzt theoretisch bei mir essen kann. Das heißt, er hat hier zweimal Gold-Food oder sowas, das werden, glaube ich, viele auf Stufe 5 haben, hat Verteidigung, wahrscheinlich für die Valentimeter oder weil er irgendeinen Charakter hochleveln wollte. Ich denke mal, das hier ist zum Beispiel für Lilie. Ja, das ist für Lilie, steht dabei. Und das hier für Valenti. Genau, das heißt hier Dogedo und Kriamore. Vielleicht hat er auch Kriamore hochgepusht. Oder wollte hier mit irgendwie einem Tanky-Team irgendwie gut im PvP spielen und das hochgepusht. Nichtsdestotrotz kann ich jetzt hingehen und sagen, okay, ich möchte das ganze Ding essen und habe dann in meinem nächsten Match 100% Gold-Zuwachs da, dass ich jetzt hier Honigpudding gegessen habe und kann jetzt, wenn ich spiele, 100% mehr Gold machen, also besonders wertvoll zum Beispiel gegen die Raids, roter Dämon, grauer Dämon, Crimson Demon, da man da dann auf extrem einfach mehr Gold mitnimmt. Und warum ich jetzt am Anfang dachte, ja, dass es voll unnötig ist, dass ich natürlich jetzt wie viel Zeit da reingeballert habe, 20, 30 Sekunden oder sowas. Und in diesen 20, 30 Sekunden hätte ich auch einfach schnell das hier bei mir selber essen können, beziehungsweise kochen können, in zehnfacher Ausführung und bin fertig. Und das Ganze zu kochen, so ein bisschen Honigpudding, sagen wir mal, kostet euch vielleicht 4 Stamina oder so ein Kram. Vielleicht sind es auch 5 bis 6 Stamina, also nicht wirklich viel. Aber als Free-to-Play, wenn ihr 10-mal am Tag da essen geht, sind es halt nicht mehr 4 Stamina oder gehen wir mal von 5 Stamina aus, sondern bei 10-mal essen sind es bereits 50 Stamina am Tag. Und das ist wiederum schon eine ganz ordentliche Anzeige, das ist eine halbe Stunde hier oben Ausdauerfarm, also man spart sich definitiv ein bisschen was, was das Essen-Farming bzw. ja, was das Food-Farming angeht, einfach an Stamina, was schon mal ganz nett ist. Das zweite, was aber noch viel, viel netter ist und was ich am Anfang sehr unterschätzt habe, ist, dass jedes Mal, wenn ihr hier zu einem Freund geht und bei ihm essen geht, ihr auch 20 Punkte hier für quasi eure, ja, Freundescoins hier kriegt. Das heißt, ihr seht hier, ein Gericht essen gibt mir 20 Coins. Das mal 10 mal am Tag sind 200 Coins am Tag. Bedeutet, alle 5 Tage könnt ihr euch hier 2000 Coins farmen, einfach nur dadurch, dass ihr eure Freunde besucht. Und sobald ihr 2000 Coins habt, könnt ihr natürlich hier jetzt in den Coinshop gehen, zack, Münzenshop, könnt dann auf den Freundschaftsshop klicken und könnt euch hier Event-Verlies-Schlüssel kaufen und habt dann quasi alle 5 Tage hier 3 Schlüssel extra, mit denen ihr SR-Anhänger, SSR-Anhänger als auch R-Anhänger farmen könnt. Also gerade als Free-to-Play, aber auch als Pay-to-Play hat man viel zu wenig von den Anhängern. Eigentlich extrem wichtig. Dementsprechend, dadurch, dass ich jetzt meine Freunde besuche, habe ich schon mal an zwei Stellen, beziehungsweise habe ich hier gespart an Stamina und habe schon mal dadurch gewonnen, dass ich einfach extra Event-Verlies-Schlüssel mitnehme, die ich sehr, 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 sehr gerne mitnehme. Natürlich, so aus zeittechnischen Gründen sage ich mir, wir kennen das ja in dem Spiel, wir haben immer eine Woche, in der gibt es keine Ausdauer-Events, das heißt, ich müsste jetzt, egal ob ich Boss-Level spiele, 100% Stamina zahlen, ob ich freie Stufen spiele, Spezialverlies, überall muss ich 100% Stamina sparen. Es gibt ja immer eine Woche, da ist irgendwo 50% Rabatt. In den 50% Rabattwochen werde ich wahrscheinlich keine Freunde besuchen, einfach nur, weil mir da die Zeit so wichtig ist und ich so viele Ausdauerpots rausballer, dass mir das jetzt nicht so wichtig ist, hier die 200 Coins mitzunehmen. Aber wenn ihr nicht viele Ausdauerpots habt, es kostet euch 30 Sekunden, ihr seid froh, am Ende des Tages den Bonus mitgenommen zu haben. Welches Essen ihr dann dementsprechend bei eurem Freund seht, sind die Gerichte, die ihr selber auf Stufe, beziehungsweise die derjenige auf Stufe 5 habt. Das heißt, wenn ihr jetzt hier unten irgendeins der Menüs, wie hier das ATK-Food, müsste bei mir auf Stufe 5 sein. Das heißt, wenn mich ein Freund besucht, könnt ihr auf jeden Fall dieses Angriffsfood essen und könntet 10% Angriff kriegen. Genauso gibt es auch das Goldfood, wodurch ihr 10% bzw. wodurch ihr 100% Gold um drauf kriegt, was ich eben gerade mit den Bossen meinte, was sehr, 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 sehr wertvoll ist. Ihr solltet jedes Mal, wenn ihr am Tag eure 6 Bosse farmt, bzw. eure 6 Raids farmt,
über die Boss-Level könntet ihr theoretisch, bevor ihr einen Freund einladet in euren Raid, nochmal selber zu einem Freund gehen, das Goldfood essen, nehmt die 18.000 extra Gold mit, das ist, wie ihr schon raushört, bei mir das am ehesten, was ich machen werde, 6-mal am Tag irgendwie einen Freund zu besuchen. Dann macht ihr, ich glaube, 100.000, zumindest wenn ihr auf Extrem spielt, 100.000 Gold extra am Tag, das sind 3 Millionen im Monat. Und wenn man bedenkt, wie wenig Gold man hat, kann man sich nicht über, ja, ich sag mal, 3 Millionen Gold im Monat beschweren. Die nimmt man ja quasi gratis Gänse extra an. Welches Food ihr selber auf Level 5 machen solltet, ist, falls ihr auf die Freunde achten wollt, definitiv auch das Goldfood. Wie gesagt, das ist das, was ich am meisten empfehle. Ansonsten guckt, was ihr so viel im PvP benutzt. Wenn ihr CC-Food benutzt, bringt das gerne auf Stufe 5. Ihr macht eure Freunde glücklich, die werden wahrscheinlich auch Kampfklassen-Food benutzen. Wenn ihr jetzt sowas wie jetzt gerade Durchdringen-Food benutzt wie die Lydia, ihr bringt vielleicht damit eure Freunde voran, aber ich glaube, das ist jetzt nicht irgendwas, was man unbedingt auf Stufe 5 bringen muss. Aber es guckt einfach, was ihr im PvP benutzt und bringt das auf Stufe 5. Ansonsten, was ihr persönlich für euch auf Stufe 5 kurz mit eingeschnitten bringen solltet, ist ein Food, das euch jede Stunde Gold bringt. Das heißt, ihr seht, das habe ich hier noch Level 4. Ich habe vorhin extra ein Food, das mir jede Stunde Gold bringt, auf Level 5 gebracht. Das heißt, das kann ich direkt austauschen und das bringt euch am Ende des Tages am meisten Gold. Das heißt, ihr kriegt hier jetzt jede Stunde 1684 Gold. Ihr müsst es nicht stündlich einsammeln. Es reicht, wenn ihr einmal am Tag hier zu dem Hawk geht und das euch einmal am Tag das Gold einsammelt und darüber kriegt ihr eigentlich am meisten Gold. Das heißt, guckt, dass ihr das am ehesten für euch persönlich zuerst auf Stufe 5 bringt. Ansonsten noch ein kleiner Bonustipp, sage ich mal, beziehungsweise wie ihr eure eigenen Freunde glücklich machen könntet, ist, wenn ihr hier draufklickt, seht ihr hier keine Begrüßung festgelegt, ihr seht hier keine Begrüßung festgelegt, ihr seht eigentlich quasi überall, dass keine Begrüßung festgelegt ist und das ist natürlich ein bisschen uncool, hier hat jemand Moin Meister geschrieben, ihr könntet diesen Bereich theoretisch benutzen, habe ich auf Reddit gesehen, dass das Leute machen, indem ihr hier reinschreibt, das Food, das ich besitze, beziehungsweise mein Food, Lifestyle plus 20%, LP plus 10%, CC, Food, etc. Das heißt, ihr schreibt ja all das auf, was ihr auf Stufe 5 gebracht habt. Und wenn ihr dann Freunde habt, die hier reinschauen und draufklicken, können sehen sie direkt, welches Food sie benutzen sollten. Das heißt, gerade wenn ihr hier mit ein paar Leuten in Kontakt steht, fragt einfach, ob sie das machen. Und dann könnt ihr direkt draufklicken, seht, welches Food die benutzen. Könnt euch überlegen, ey, ich brauche gerade Goldfood, ich gehe hier rein, ich esse kurz bei dem und gehe wieder raus. Aber ich glaube, Goldfood ist etwas, was jeder von uns auf Level 5 hat. Einfach nur, weil es so wertvoll ist, weil ihr mit Goldfood, wenn ihr Boss-Level farmen, super viel kriegt, wenn ihr Raids farmen, super viel kriegt, theoretisch auch bei natürlich beim Spezialverlies, wo ihr super viel kriegt, also Goldfood ist schon mit das geilste, ein Free-to-Play-Player grinding 10 hours a day, sehr spannend auf jeden Fall, was die Leute so in die Begrüßungen schreiben, habe ich noch nie mir durchgelesen, um ehrlich zu sein. Zumindest macht das aktuell noch keiner, hier reinzuschreiben, was für ein Food sie benutzen, aber wenn ihr das macht, macht ihr vielleicht den einen oder anderen glücklich. Ansonsten nochmal ein kleiner Bonushinweis von mir selber. Und zwar habe ich ja mal ein Video dazu gemacht, wie ihr über Nacht farmen könnt, ohne Ausdauerpots zu verbrauchen. Das mache ich übrigens auch immer noch, dass ich über Nacht einstelle, dass ich mit dem roten Bahn irgendwie eine freie Stufe farme auf der untersten Stufe. Und theoretisch, ich erlaube ihn auch Ausdauerpots zu benutzen, dann verbrauche ich immer einen Ausdauerpot pro Nacht. Das ist für mich persönlich okay, dass ich dann hingehe und sage, benutze die Ausdauerpots. Da habe ich das bisher immer so gemacht, dass ich mir hier Food gefarmt habe, um die ganzen Gerichte zu kriegen. Das heißt, wenn wir hier draufklicken, dann seht ihr, dass ich extrem viel Food von allem besitze. 91 Mehl, 79 Fleisch, 117 Milch, 75 Gemüse. Und das, obwohl ich auch, ich glaube, persönlich recht viele Dinge auf Level 5 habe. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ihr seht, ich habe hier viele Foods schon auf Level 5 gebracht. Einfach nur, um meine ganzen Charaktere, die Herzen zu füllen und ähnliches. Und trotzdem habe ich noch ordentlich Food übrig. Mittlerweile ist es so, dass wenn ich jetzt sage, okay, ich kann bei meinen Freunden essen, gehe ich wahrscheinlich ein bisschen weniger ins Food Farming und nutze die Chance, jetzt hinzugehen und zu sagen, ich farm das Food über Nacht, beziehungsweise ich farm die Level über Nacht, die ich hier brauche, um meine Charaktere über Nacht zu farmen. Das heißt, das hat jetzt nichts mit dem Video selber zu tun, aber wenn ich jetzt hier gucke, ich brauche nur noch Six-Star-Sachen, was brauche ich eigentlich, um dich hier noch zu erwecken? Wahrscheinlich brauche ich irgendwann mal den nächsten Zauberumhang. Wo ist das erhältlich? Hier ist das erhältlich. Gehe ich hin und farm jetzt nicht mehr das Food über Nacht, sondern gehe jetzt mittlerweile hin und sage, okay, ich farm die Sachen, die ich zum Erwecken meiner Helden brauche, damit ich irgendwann glücklich bin, dass ich ganz viel meine Helden erwecken kann. Also, wie gesagt, nichts direkt mit dem Video, aber ich hoffe, der Tipp hat euch kurz geholfen, weil das Video einfach so kurz ist, denn das ist eigentlich schon alles, was ich dazu zu sagen habe. Nutzt ruhig das Essen eurer Freunde, nutzt das, um Coin-Food zu benutzen, um dann im PvP die 33 statt der 3 Coin zu kriegen, benutzt das für Gold-Food, für die Boss-Battles, irgendwas und freut euch am Ende über die 20 Freundesmünzen pro Freund, wo ihr essen wart, sodass ihr 200 am Tag habt, sodass ihr alle 5 Tage 3 weitere Event-Verdienstschlüssel habt, sodass ihr regelmäßig
regelmäßig einen neuen SSR-Anhänger kriegt, einen neuen SR-Anhänger kriegt, als auch einen neuen R-Anhänger. Ihr werdet euch freuen, wenn ihr langfristig viele Helden entwickeln könnt. Einfach nur, weil man das kennt, dass man sagt, oh, ich würde den so gerne trainieren, aber ich kann einfach nicht, ich kann einfach hier nicht. Das ist so, ja, mein abschließendes Wort des Tages. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten freue ich mich sehr auf das Update morgen. Ich hoffe, da kommt was Geiles raus, sodass wir wieder hier den Grand Cross feiern können, da die letzte Woche schon ein bisschen, ja, staubtrocken war, sage ich mal. Damit verabschiede ich mich. Das war's von mir, eurem Sonius94.